Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir die Handschellen RCS 1944. Das sind im Prinzip aus England stammende sogenannte Derby-Handschellen. Wir sehen hier im Prinzip auch, dass sie sehr klobig verarbeitet sind. Wir haben hier auch schon die entsprechende Aufschrift, und zwar haben wir hier 208 die Zahl. Dieselbe Zahl befindet sich auch hier auf dem Schlüssel. 208 ist also nummerngleich. Wir haben weiterhin hier in der nächsten Zeile stehen R.C.S. für Reuben, Craddock and Sons. Das ist im Prinzip der Hersteller. Darunter haben wir noch ein Jahr, das ist 1944, und darunter haben wir die Zahl 2. Bei diesen Handschellen ist es so, dass diese Markierung nur auf einer Handschelle vorzufinden ist. Der Schlosskasten der anderen Handschelle ist komplett blank. Wir haben ansonsten vom Aufbau her hier einen recht massiv und sehr schön abgerundeten Handschellenkörper. Dieser ist ohne Markierungen oder ohne irgendwelche Aufschriften. Weiterhin haben wir hier im Prinzip eine Verdickung und eine Scharnieröse, die hier gearbeitet ist, und diese hält dann eben diesen Verschlussbügel dieser Handschelle. Der Verschlussbügel ist relativ einfach erklärt. Prinzipiell eine Röhre. Darin ist ein Bolzen. Dieser Bolzen wird mittels einer Feder in Richtung dieses Teils hier, hier ist ein kleines Loch drin, quasi immer in diese Richtung geschoben. Das heißt, versperrt dann im Prinzip das Öffnen, dadurch, dass der Bolzen halt in dieser Öffnung von diesem Teil ist. Das Ende vom Bolzen hat ein Außengewinde. Das kann man hier jetzt natürlich leider nicht sehen. Durch das Aufschrauben dieses Schlüssels, der wiederum ein Innengewinde hat, wir führen das hier einmal vor, jetzt merken wir einen gewissen Zug, also wir arbeiten jetzt gegen die Feder, und so kann man im Prinzip hier die Handschellen öffnen. Wir schauen uns das einmal hier etwas genauer an. Hier ist, wie gesagt, die Öffnung, und hier ist im Prinzip der oder das Ende des Handschellenkörpers mit diesem Einlass, und der Bolzen geht im Prinzip hier hindurch und dann ist die Handschelle zu. So, es sind einige Drehungen, bis der Schlüssel wieder entfernt werden kann. Ansonsten ist hier auf diesen Handschellen noch eine Markierung aufgebracht, und zwar hier haben wir zwei Punkte, welche Bewandtnis die auch immer haben. Hier sehen wir auch nochmal diese Scharnieröse von innen. Wir sehen hier im Prinzip eine kleine Kerbe und hier auch wahrscheinlich seitens der Herstellung auch vier kleine Kerben, zwei jeweils an jeder Seite. Wir haben hier im Prinzip eine kleine Auflagefläche, und auf dieser Auflagefläche kommt im Prinzip hier diese Kante des Schlüssels auf, und dadurch bleibt der Schlüssel dann da, wo er ist. Und durch weiteres Drehen zieht er aber diesen Bolzen zurück. Wir kommen nun einmal zum Schließen der Handschellen. Es ist im Prinzip so, dass man die Handschellen mit etwas Kraft zudrücken muss. Man hört den Bolzen im Prinzip einschnappen in dieser Öffnung, und dann ist die Handschelle auch zu.
Wir haben hier an der Handschelle im Prinzip eine Öse, die einen verschweißten O-Ring hält. Und dieser verschweißte O-Ring mündet hier in diesem Drehwirbel, der ebenfalls auch sehr schön gearbeitet ist. Und dieser Drehwirbel mündet dann eben in einem weiteren verschweißten O-Ring und verbindet die beiden Handschellen miteinander. Auffällig ist bei dieser Handschelle von 1944 die sehr gute Verchromung, die auch noch sehr gut hält. Man sieht allerdings hier innen, dass die Verarbeitung etwas rauer vonstatten gegangen ist und hier auch schon kleine Altersspuren, also Patinaspuren zu sehen sind. Wir sehen ebenfalls hier eine kleine Naht, die darauf schließen lässt, dass das eventuell auch gegossen wurde, dieses Teil. Wir öffnen und schließen die Handschelle noch einmal. Wir entfernen den Schlüssel. Und drücken die Handschelle noch einmal zu. Zu ist sie. Wir kommen nun noch einmal zum Gewicht dieses Modells. Und das liegt bei 613 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.